Herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga mit mir, dem Philipp Drachenberg. Auf jeden Fall ist heute unsere Aufgabe hier, die letzten Dinger hier einzusammeln, die es gibt. Dazu haben wir auf jeden Fall jetzt hier unser C3PO, der jetzt mal ganz schnell hier den nervigen Alarm deaktiviert hat. Und auf jeden Fall ist unsere Aufgabe jetzt wahrscheinlich hier den Stein zu sammeln. Das haben wir ja, glaube ich, sogar schon mal gemacht. Deswegen hätte ich auch, glaube ich, einen Ansatz, wie man da reinkommt. Ja, aber es macht keinen Sinn. Eine Erschütterung der Macht. Das kann ich nutzen. Ich denke mal, dass man da aber aufs Dächle muss. So, zack. Dann habe ich ja auch hier mehrere von den Kisten bekommen. So, komm her. Alter, ob ich ja auch die Stromversorgung oben drauf. Zack. Genau, das hört sich gut an. Was kann nicht unser Hauptziel, das man sammeln wollte. So, lalalala. Und dann. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wann wir mit dem Spiel angefangen haben. Aber demnächst müsste dann unser alljähriges Special kommen. Dann spiele ich mir dieses Spiel schon über ein Jahr. Tja, das hättet ihr wahrscheinlich damals nicht gedacht. Aber so ist's nun mal. Das Spiel zocke mir jetzt dann schon über ein Jahr, glaube ich zumindest. Ich will jetzt dann gleich nachgucken mal. Fantastisch. Unklar kaputt. Unklar putt. Unklar kaputt heißt es wahrscheinlich dann. Ja, aber wann kam die erste Folge raus? Dazu wäre jetzt so eine Zwischensequenz oder so nicht schlecht. So, genau. Mit dir müssen wir noch ein kleines Stück laufen. Genau, währenddessen probiere ich mal ganz kurz am Handy mein Studio zu öffnen. Und dann sage ich euch, wann die erste Folge rausgekommen ist. Ihr könnt natürlich gerne Like und ein Abo dalassen. Und dann einmal zur Playlist. Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Und dann genau hier Release Let's Play Infos, kam am 4. April raus. Das heißt für euch 14 Tage haben wir angefangen. So. Okay, aber tatsächlich ist dann so 6. April kam die erste Folge raus. Das bedeutet, mein Aufnahmetermin gerade jetzt ist, so, okay, jetzt würde mich mal ganz kurz noch interessieren, wo das letzte davon ist. Okay, ich denke mal, dass es wegbacken wird, wenn wir das jetzt nicht einsammeln. Deswegen würde ich sagen, müsste es irgendwo hier in der Nähe sein. Ich werde es jetzt vorsichtshalber mal nachgucken, wo das ist, damit es nicht wegbackt. So, ich tue mal jetzt so, als wäre mein Spiel nicht abgestürzt und ich hätte alles nochmal neu machen müssen. Das kann ja überhaupt gar nicht sein, dass mein Spiel abstürzt, nur weil ich es ganz kurz minimiere. Also, ich weiß ja nicht, Philipp, wie du jetzt auf die Idee kommst, dass das jetzt so sein könnte. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt ganz kurz zu dem AT-AT-Frag, das ist hier. Und da finden wir das letzte drin. Und mit dem können wir jetzt zurück. Ne, wir müssen tatsächlich laufen. Frechheit, finde ich. Ich bin sowieso jetzt nicht hier so der Fan vom Lauf. Ich finde das Fliegen auf dem Besen Hogwarts Legacy total cool. Auch wenn es ein bisschen langsam ist, muss man sagen. Aber insgesamt ist ganz gut. Also wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gern bei dem Hogwarts Legacy Let's Play vorbeigucken, wenn ihr das wollt. Da
Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Macht deutlich mehr Spaß wie dieses Game hier. Was ich aber damit sagen will, ist, dass dieses Game hier natürlich auch gewisser Reiz hat. Aber zu langsam ist der Reiz bei mir leider ein bisschen verloren gegangen. Durch die ständig wiederholende Aufgabegebung und diese blöde Rennen. Aber trotzdem haben wir jetzt hier das geschafft. Genau, das habe ich ja in der letzten Folge gesagt, dass man das machen wäre. Zack. Da haben wir auf jeden Fall jetzt ein. Ein schönes Vollgefahren, ey. Das war zu einfach. Am AT-AT. Genau, jetzt haben wir noch ein paar kleinere Aufgaben in diesem Außenposten Dörfle praktisch zu erledigen. Dazu müssen wir auch wieder hin, Gurke, ja. Das ist ein bisschen ätzend. Aber zum Glück nicht so nervig wie in Star Wars Jedi Fallen Order. Aber in Star Wars Jedi Survivor, also der Nachfolger von dem Spiel, wird es auf jeden Fall besser wäre, denn da soll es an jedem Speicherpunkt, also Meditationspunkt, eine Schnellreise gäbe, wie bei jedem coolen Spiel und nicht einfach nur so ein, einfach nur so, damit ich länger mein das Spiel spiele, Verlängerungsding. So, ich würde sagen, jetzt hole mir noch die letzte von den Dinger. So, genau dich hier noch. Zack. Und dann fehlt uns jetzt genau hier in der Stochelküperkristall drin. So, okay. Was müssen wir dafür machen? Ich denke mal, dass wir hier irgendwas abschießen müssen oder so. Herr Vader, hast du eine Idee? Ja, aber es sieht gerade ein bisschen mau aus von dem her. Ich glaube tatsächlich, was müssen wir dafür machen? Ah. Ganz einfach. Wir müssen den Knopf deaktivieren und dann kommen wir da auch rein. So, hinein mit uns. Und dann haben wir jetzt nur noch die kleine Aufträge, die wir erfüllen müssen. Und dazu beginnen wir mal hier am Marktstand. Moment, hier bei dem Druide. Genau, wir haben ja jetzt den Universalübersetzer bekommen. Das bedeutet, übersetzt, dass wir nicht mehr so oft mit dem C3PO irgendwie so eine Aufgabe machen müssen. So, aber jetzt aufhören mit dem komischen Rumgelaber. Hier ist ein Auftrag. Ja, wo genau? Hier auf der anderen Seite vielleicht? Ah, hier. Okay, Boba, komm mal her. Der will mit uns irgendwas schwätzen. Ich weiß nicht, was der von uns will. Bist du, Robert? Wo findest du denn? Gut. Wuslaggeflüster. Okay. Dann auf in die Jutlandwüste. Ah, das ist Tatooine. Aus Eisley. Ah, okay, dann probieren wir mal den Säckel zu fangen. Das ist jetzt die Aufgabe für heute. So arg weit sind wir ja heute noch nicht gekommen. Aber das hat gar nichts zu heißen. Auf jeden Fall werden wir dann den nächsten Auftrag machen, den wir machen müssen. Also der nächste Planet, den wir machen wäre, ist auf jeden Fall der Planet, damit wir Coruscant auf der Unterwelt abschließen können. Und ihr könntet gerne Like und ein Abo dalassen, wenn ihr dazu Interesse habt. So, genau, hier schützt die Jutlandwüste auf Tatooine. Dahin kommen wir natürlich auch noch in dem Collecting Guide. Ich bin mal gespannt, wie lang sich das Format noch ziehen wird. 2 Jahre wahrscheinlich nicht, aber 1 Jahr haben wir jetzt schon durch. Also für euch ist sogar schon viel länger als 1 Jahr. So. Genau, dann probieren wir jetzt einfach mal
den der Dreckspatz hier zu fangen. Komm her, Vader, recht dich an ihn. Eine Erschütterung der Macht. Stirb. Aber das war gar nicht unsere Aufgabe. Vielleicht habt ihr es gemerkt. So. Wir müssen direkt aus dem Umkreis rausgeflogen. Aber jetzt haben wir ihn auf dem Radar. So. Da rennt er weg. Stirb. Und ich lag dich jetzt mit meinem Lichtschwert, wenn ich das so habe, will ich unbedingt. Wo ist jetzt hin, das blöde Viech? Bleib jetzt stehen. Stell dich deinem Schicksal. Stirb. Fliegt denn mein Lichtschwert überall hin? Und? So, perfekt. Da haben wir es auch schon gefangen. Dann können wir gleich wieder zurück. So, Herr Vader, dich wollte mir eigentlich nicht mit einfangen. So. Zack. Und ich denke mal, die Aufgabe haben wir jetzt auch geschafft. So. Dann weg mit uns. Und auf durch den Hyperraum zurück nach Jakku. Jakku ist einfach so Tatooine-ähnlich, finde ich. Sind beides Wüsteplanete und das ist eigentlich das einzigste. So, was haben wir dafür bekommen? Wahrscheinlich ihn als Charakter. Ich weiß gar nicht, wer er sein soll. Aber cool. Bobacho. Bobacho. Ja, Bobacho. Hab ich doch richtig gedacht. So, haben wir hier irgendwelche Aufträge noch? Hey, wir sind doch schon entschieden. Dings. So, zurück. Okay, ich brauche jetzt hier doch die Karte. Und zwar... Ah, die hier ist ja schlechter Fang. Mann, ich will mit der Person sprechen, aber der Fang reagiert nicht gescheit. Jetzt. Alles klar, wo ist die Person? Die ist da oben. Was machst du da oben drauf? Wie komme ich da hoch? Ah, ich habe eine Idee, wie ich da hochkomme. Daran erinnere ich mich von früher. Okay, freut mich. Da oben ist jetzt so dran, zieht halt für mein Boba Fett. Das ist jetzt natürlich ein bisschen eine Enttäuschung. Okay, dann. So, und wie, der bringt mir jetzt ne. Ah, der weiß in der Wookie. Perfekt. Gut, den haben wir jetzt auch hier gesammelt. Dann kommen wir mal wieder zur nächsten Aufgabe. Und zwar, ich denke mal, das hier wird dann die letzte Aufgabe sein, die man machen muss. Ja, es stimmt, zwei, aber zwei Dings fehlen uns noch. Zwei, Hyperkristalle. Ich denke mal, die sind irgendwo noch in so einem Haus drin oder so.
Oder hier unten irgendwo, keine Ahnung. Die wäre mir ja gerade jetzt noch nicht angezeigt. So. Ein kleiner Sicherheit. Infiltriere die Bande. Ja. Gut, wie ich von mir aus mache, damit wir hier alles 100% bekomme. Und dann finde ich mal schnell noch heraus, wo die... Infiltriert. So, okay. Dann frage ich euch mal nach wertvolle Informationen aus. Wahrscheinlich werdet ihr mir eh nichts sagen. Und dann seid ihr alle wieder beleidigt. So wie immer. So. Ich mag das nicht. So, könnte mir jetzt irgendjemand sagen? Gib mir irgendwelche in... Ah, hier. Okay. Mehr wertvolle Informationen. Hier vorne. Hier. Hier soll irgendein Pirat sein. Hey, wo ist da einer? Du bist nur der Richtige. Ah, hier bist du. Ihr versteckt euch alle so blöd. So. Genau, da haben wir jetzt ein bisschen abgekürzt, mehr oder weniger. Gut. Also ja. Gut, habe ich jetzt irgendwas? Okay. Ich hasse Sand, nur dass ihr es wisst. So, genau dafür habe ich mir das Fahrzeug gerichtet. So. Jetzt mal gucken, was die Affe da ausgegraben habe. Ah, hier müssen wir hin. Das hier scheint der richtige Ort zu sein. Okay. Es geht nichts Schöneres als Puddel. Muss ich euch Affe jetzt da helfen? Warte, ich töte euch jetzt alle. So, seid ihr jetzt alle tot? Haben wir sie erledigt? Ja, Hammer. Grabt weiter jetzt. So. Zack. Okay, das sieht doch gut aus, was ihr da macht. So, jetzt mal gucken, was es gibt. Ohne was zum Graben fühle ich mich so leer. Dies widersetzt sich mir. Perfekt. Okay, dann fehlt uns jetzt aber immer noch ein Ding. So, wo ist er jetzt hin? Ach, da ob ist er hin. Seh dir das an. Guter Abend, natürlich. Ja, das habe ich schon gerade erledigt. Alles gut. So. Okay. Nein. Wir wollen jetzt hier gucken, wo ist unser letzter Kyberkristall. Okay, nehmen wir Außenposte, genau. Hat das mal anders. Ich hasse die Karte hier. So. Also, hier ist alles gut. Das haben wir alles geschafft. Gibt es noch sonst irgendwas? Hier waren wir ja drin. Was ist das? Achso, das ist Geschichte.
Ah, Wrack des Sternenzerstörers, da müssen wir noch hin. Okay, wo ist das Wrack des Sternenzerstörers? Hier. Kann ich das als Wegpunkt nehmen? Okay, kann ich. Perfekto. Hopp. Also ich weiß nicht, Ray, wie du das mit diesem lahmarschigen Ding da ausgehalten hast. Was meint ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr gerade dazu Bock habt. So. So, dann hinein mit uns. Da sind wir ja echt zu Fuß fast schon schneller. Hopp. So. Ah ja, genau, da waren wir ja schon mal drin. Und jetzt müssen wir hier noch das letzte Ding einsammeln. So. Genau, die Frage ist jetzt, wie kommen wir da hoch? Ganz einfach, ich würde sagen, so kommen wir da erst einmal hoch. So. Sprungrätsel. Batz, okay. Ich glaube, ich wechsle mal besser zum fette Boba. Weil der kann im Notfall noch sein Jetpack ausspielen, in dem Fall. Jetzt reicht's mir aber hier. Herr Vader, du machst es jetzt. Der hat es schon wieder gemacht, dass er zu weit gegangen ist, der Idiot. Weil der kann nur den hier machen und übertreibt mit seinem Gespringe. Dann geht die Folge jetzt doch länger. Ich habe gedacht, die 2 Minuten können wir uns sparen. Aber anscheinend ja nicht. Ich weiß ja nicht, vielleicht bin ich einfach auch nur voll dumm. So. Weg geht's da. So, jetzt nochmal. Jawohl, perfekt. Nicht im Sternzerstörer stolpern. Hopp, zack. So. Ich würde sagen, die Fail-Versuche karte ich euch jetzt mal raus. Das müsst ihr ja nicht 100-mal sehen. Das ist auf jeden Fall dann sinnvoller, das so zu sehen. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt sogar unser erster Planet 100% gemacht, wie ihr sehen könnt. Tuanulu oder wie es ausgesprochen wird, ist maximal. Jakku ist jetzt maximal. 100% Jakku. So war das Ziel. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder da. Wären wir natürlich dann nach Takodana, glaube ich, reise. Mal gucken, ich will jetzt noch mal kurz gucken, was wir für die andere Aufgabe brauchen. Bis dahin eine wunderbare Zeit und ciao.